Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play FTL Faster Than Light mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir haben noch einen Crewmitglied, das wir neu benennen müssen. Im letzten Part haben wir Willow bekommen. Und ich ziehe mal hier aus meinem bunten Blumenstrauß an Namenszettelchen wieder zufällig einen Namen heraus. So, Crew, genau, Willow. Benennen wir dich um in... Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Isaacs, willkommen an Bord. Okay. Wir sind wieder an Bord der Pisistratos unterwegs, noch im Schneckennebel. Und wir fliegen jetzt... Ja, Zivilsektor wäre, glaube ich, vielleicht doch ein bisschen weich, ne? Wir fliegen in den Soltensektor und gucken mal, was da so geht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir finden hier noch ein paar interessante... will ich jetzt den Store noch aufsuchen? Vielleicht noch ein bisschen reparieren. Und noch ein bisschen Fuel kaufen. Ein bisschen brauchen wir noch. Sollte ein Shield Bypass. Emergency Resurrect plus Replicator. Ne, brauchen wir. Oh, ein Chain 1, nicht schlecht. Firebeam, coole Sache. Noch eine zweite Fire Drone vielleicht. Mit zwei Fire Drones, wäre es halt auch gierig. Eine Anti-Drone Drone. Die ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Hull Repair Drone. Ist nice, aber teuer. Hull-Laser brauchen wir nicht. Firebeam selbst. Ja, ich mag den Firebeam so mega gerne. Mit der Flakkern und der Hacking-Drone wäre das auf jeden Fall eine mächtige Waffe. Wir müssen mal gucken. Wir müssen echt mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Eine Medbay nehmen wir nicht. Wir verkaufen die Defense-Drone, die wir noch übrig haben. Und den Mini-Beam, den hebe ich mir trotzdem noch auf. Den werde ich nicht verkaufen. Der bringt nur 10 Kröten. Wir wollen dafür... eine Anti-Drone mitnehmen. Ich kaufe alles Fuel, das er hat. Oh, ich repariere jetzt aber nicht so viel. Meint ihr, wir schaffen es ohne Reparieren durch? Ja, wir schaffen es ohne Reparieren. Okay. Die braucht ja nur einen Powerpunkt, ne? Das ist ja echt geschenkt. Die nehmen wir mal mit. Und dann gucken wir uns mal hier noch ein paar Beacons an. Ich bin zuversichtlich, dass wir hier gut durchkommen werden. Was hat er denn an Bord? Raketen, fies Zeug. Okay. Wollen wir ihn erobern? Er wird gleich versuchen, uns zu erobern, sobald er unsere Soltenschilde runtergeschossen hat. Wollen wir hier einen Drone-Part investieren, um die Schilde zu klatschen? Ich guck mal. Wir warten mal ein Sekündchen. Ah, die sind ja jetzt auch gleich aufgeladen, ne? Schick mir erstmal hier, komm, schick mir mal eine Drohne zu seinen Schilden. Pushen Fire Drone. Geh mal saugen. Ich schieße mal hier seinen Teleporter runter. Wir haben noch einen Punkt Sultan Shield über. Assi. Hat er mir tatsächlich die Fire Drone abgeschossen. Das ist natürlich echt ätzend. Bauen wir eine Defense Drone. Schade. Hatte gedacht, da ginge vielleicht mehr. Jetzt ist er bei uns an Bord. Ihr geht mal gerade hier hoch. Ah ne, ihr geht mal gerade da runter. Okay.
So, zieh ihm mal gerade die Schilde aus. Macht nix. Schade, ich glaube, ich habe kein Feuer auslösen können. Obwohl doch, lass er mal auf. Geht mal hier rum. Okay, ich glaube, ich habe ihm die Rakete weggeschossen. Auf die Waffensysteme am besten, hä? Ja, okay, den Rest lassen wir die Fire Drone jetzt machen. Oder? Ja. So lange, bis er nochmal schießt, hä? Ah, krass. Das lief doch ganz gut. Mach mal bitte die Türen alle wieder zu. Da ist schon Kaffee über. Ich würde gerne noch unten durch den Nebel. Da gibt es auch genügend Knotenpunkte zum Exit. Das heißt, wir können wirklich hier unten lang fliegen. Und uns hier unten umschauen. Oh, so viele Ionen. Ja, will ich ihm die Waffen leer lutschen oder nochmal die Schilde? Ich glaube nochmal die Schilde. Ach, er hat auch ein Hacking. Aber das kann er noch nicht benutzen. Haha! Geilo. Dann schieße ich auf jeden Fall einmal hier rein. Einmal hier rein und einmal mit der Flak noch hinterher. Padauz. Schade, der Chain Laser hat es nicht mehr geschafft. Alles okay. Das Hacking ist halt immerhin auch ausgeschaltet. Boah, Triple Miss. Brutal. Ach komm, den Rest lassen wir jetzt wirklich die Fire Drone machen. Oh, oder doch nicht? Ich könnte natürlich jetzt auch rein teleportieren, wenn wir ihn so platt machen. Cool, wir finden einen Heavy Iron. Sweetest Tense. Ah ja, das ist nicht der beste Iron Blast, den es gibt, aber es ist ein ordentlicher. Charge Time 13 Sekunden, der braucht ja beim ersten Mal 16. Der schießt aber zweimal, der schießt halt nur ein Projektil, aber dafür zieht es halt zwei Schildpunkte ab. Ich weiß noch nicht, ob ich es nehmen will. Der andere, dieser Einblast Mark II oder wie der heißt, der 3, also der schneller lädt, der irgendwie alle 9 oder 6 Sekunden oder so, der ist ein bisschen cooler. Was ist da wohl am besten?
Chambers Laser. Oder Heavy Iron. Wir testen den mal. Wir probieren das jetzt mal aus. Ich glaube, auf das Experiment können wir uns einlassen. Ich will hier unten nicht zu viel Zeit vertrödeln. Wir finden einen Automated Reloader. Ja, sehr schade. Den müssen wir dann jetzt wohl loswerden. Okay, wir nehmen die Schilde mit. Ja, doch, ich will auf jeden Fall da unten genug Zeit haben, um alle Beacons im Nebel mitzunehmen. Intruders on board. Obwohl ich ein Sollten-Schild oben habe. Mhm. Ja, dann müssen wir wohl erstmal auf unseren Evade verzichten. Dummerweise. Ja, wir nehmen halt einen Hüllenschaden, ne? Ist kacke. Ist aber dann so. Wenn man direkt mal hier die Tür dicht. So, das soll es jetzt relativ schnell gehen. Ich will nur nicht, dass hier gleich der ganze Raum leer ist, dass da kein Sauerstoff mehr drin ist. Gut. Eine Iron Bomb, das ist natürlich eine fiese, fiese Nummer. Das ist ja obermies und charakterlos. Wollen wir versuchen, die Waffen auszuschalten oder die Schilde? Die Schilde. Machen wir die Waffen aus? Ah, die kann ich jetzt nicht anmachen, ne? Aber du hast gerade die Rakete abgeschossen, ne? Dann machen wir die Fire Drone an. Du pushst mir die noch. Oh, wie assi. Gut, 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 gut. Er soll schmoren. Ärgerlich, dass der so. Das ist. Ich brauche mal hier mehr Evade. Gut. Ah doch, Fire. Oh, ich brauche einen Punkt mehr. Machen wir die Fire Drone an. Thank you.
Mach mir die nochmal an, gib mir den ganzen Evade, den du hast. Und mach mir noch die Flak-Cannon mal dazu. Ach Mist, die braucht so lange. Hui. Ja. Du saugst sie jetzt bitte leer. Feuer im Schildraum, da kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Und er kümmert sich ja nicht drum, er kommt ja auch nicht dran. Ist er irgendwie um die Schilder, aber trotzdem die ganze Zeit wieder. Das ist ja schrecklich. Langsam gibt's hier den Asphyxiation-Tod. Es ist unglaublich, dass der noch Sauerstoff auf diesem Schiff hat, ne? Oder dass der Typ da überhaupt noch lebt. Ich glaube, ich weiß warum, ne? Weil der Rest vom Schiff hat zwar keinen Sauerstoff mehr, aber er hat in seinem Kabäuschen da noch, ne? (lacht) 68 Scrap. Okay, was finden wir denn? Distress Call, kleine Forschungsstation, Feuer im Labor. Feuerunterdrückungssystem ist nicht funktionsfähig. Wir haben einen Rock Crew Member. Und wir finden nochmal einen Automated Reloader. Jetzt werden wir aber gerade zugeschissen mit dem Zeug, ne? Also sorry, aber es ist so, oder? So, ich investiere jetzt in mehr Antrieb und mehr Hacking, weil ich gerade wieder merke, wie gut das ist. Und mehr Power natürlich. Wir brauchen sowieso mehr Power. 75 Scrap, cool. Ach ja, ich will mir jetzt, glaube ich, echt noch dieses Türensystem mit der erhöhten Stufe. Oh! Reparier mal gerade, Kollege. Nur falls wir nochmal gebordet werden sollten. Wir müssen nicht unbedingt zum Store. Ne, wir greifen das Ding an. Ach, guck mal da. Da kommt ganz, ganz schnell kommt da eine Drohne raus. Gefuddelst. Ja, einmal bitte da drauf. Die Flackern schenken wir uns, glaube ich, an der Stelle. Pushen stattdessen nochmal den Antrieb.
Machen wir mal die Anti-Drone an und du kannst schon mal direkt anfangen, die Schilde leer zu saugen. Das dauert ja ein Weilchen. Ui. Auf die Waffensysteme dann, bitte. Schade, Raketen sind angeblieben. Ja, mit der Fire Drone kommen wir hier jetzt ja leider nicht weiter. Saug mir das Ding leer, push mir die Anti-Drone. Okay, stopp. Mann. Flak Cannon. Ach stimmt, das ist ja... Moment mal. Das ist ja der Heavy Iron. Der muss natürlich die ganze Zeit auf die Schilde ballern. Warum ist er wieder ausgegangen? Ah, stopp. So, meh. Schade. Wäre schön gewesen, wenn er noch ein Treffer dabei gewesen wäre. Aber immerhin haben wir ja seine Drohne wieder ausschalten können. Boah. Gut, okay. Schade, nichts auf der Station gefunden, aber dafür immerhin gut Scrap abgegriffen. Wir haben noch einen Beacon im Nebel. Und wir haben ein Crewmitglied gefunden. Mathieu, den müssen wir direkt umbenennen. Warte mal. Aus irgendeinem Grund macht dieses Spiel besonders gerne den Sauerstoff aus. So, ziehen wir mal einen weiteren Glücklichen. Das ist Hardmore. Das ist Hardmore. Ja, ganz spät erst dabei, aber hoffentlich umso wichtiger. Okay. Dann würde ich sagen... Kleiner Cut an der Stelle, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Der wird dann, glaube ich, ein bisschen länger, weil dann haben wir noch den Last Stand und den mache ich ja gerne am Stück. Ne? Also sage ich, macht's gut bis dahin. Tschüss.